Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex Tifernunes, ihr seid auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Und das ist Evolence 2. Wir spielen Evolence 2, ich spiele Evolence 2. Ihr guckt mir dabei zu. Warum? Keine Ahnung. Ich habe gehört, auf YouTube macht man das so. Oh. Oh. Oh! Puzzle! Kleine Puzzle. Hat oben nicht auch irgendwie sowas, wo ich drüber komme? Nein. Wobei, der Stein, konnte man den irgendwie? Ich guck nochmal nach. Ich muss ganz sicher gehen, dass ich da nicht irgendwie was übersehen habe. Vielleicht kann man den Stein hier irgendwie da rollen. Und irgendwie einen Weg über den Bachfluss. Über den Bachfluss da. Ne, kann man nicht. Na gut. Na gut. Aber schönes Pixel Art. Auch in 8-Bit. Aber die 16-Bit-Variante hat mir doch ein kleines bisschen besser gefallen. Save Point. Ah. Whoa, dude, seriously, chill. Ist nichts weiter Interessantes? Nein, natürlich nicht. Ah, erwischt. Oh, darf man wieder Baumstämme schieben? Okay. Schiebepuzzle, alles klar. Oh. Yeah. Nice. Noch ein Baumstamm. Okay. Hier noch irgendwas? Nein, natürlich nicht. Hätte sich irgendein Secret angeboten, aber. Ah! Ah! Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Wir sind durch den 8-Bit-Wald Spellbook. Und wir haben eine 8-Bit-Oberwelt. Natürlich haben wir das. Jetzt sind wir in Clearing und besiegen einen Stein. Level 4. Yes. Warum sind hier Monster? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin kein Experte in der Sache, aber ich glaube, Monster sollten in einem Dorf hier nichts verloren haben, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Oder unten komme ich irgendwie... Wait, what? Was ist das hier? Nee, da komme ich so nicht rüber. Aber irgendwie komme ich da später rüber. Davon bin ich überzeugt. Da ist eine Truhe. Da muss man rankommen können.
Yep. Okay. Like my village never existed. Wahrscheinlich existiert es auch nicht in der Vergangenheit. Ja, ich habe eine Idee. Well, that's reassuring. Well, what do you know? We don't get many visitors around here. You're trying to escape the war, right? Yes. You got nothing to fear here. We're far from all the mayhem. Anyway, that's why I decided to stick around. It reminds me of my father a bit. He's not from my village in any case, and he doesn't seem to know why I disappeared. The war ended a long time ago, yeah? Ich glaube, wir sind in a long time ago und der War ist noch da. Es ist noch Krieg. Ist noch Krieg. Kriechen wir mal weiter. Nope. Da können wir nichts anstellen. Gut, dann geht's ab in die Berge. Grizzly Pass. Oh. Der Grizzly Pass macht seinem Namen alle Ehre. Bam. Okay, die Dinger halten was aus. Spiders. 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 Spideys. Ah. Ghosts. Who you gonna call? Ah. So ein Soundjingle fehlte da jetzt eigentlich noch an der Stelle. Aber gut, wollen wir mal nicht zu hart ins Gericht gehen. Ach so. Auf jeden Fall nicht schlecht gemacht vom Gegner-Movement her. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Ich verstehe. Die Steine blocken das ab, aber... Damit komme ich durch. Oh nein! Nein, 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 nein! God damn it. Ernsthaft. Aber keine großartige Penalty, wenn man jetzt irgendwie stirbt. Zumindest jetzt in dem Modus. Is it then? Ah, damn it. No.
Nice. Nice. So, mir wäre erstmal den Kram hier ein, bevor ich da. Oh, Level Up, yes. Level 5. Gut, jetzt kriege ich ja auch schneller platt. Gut. Jetzt kommen wir den ganzen schon einen Schritt näher. Mehrere Schritte näher. So, erstmal aufladen. Okay, jetzt wieder zurück. Alles klar. Oh, Abkürzung. Auch nicht verkehrt. Ernsthaft? Falsches Aim oder wie? Und? Ah, geht doch. Oh. Rock Slide. Okay, es ist eine Treppe. Ich dachte schon, oh, wow, 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 wow. Komm schon. Ernst? Wow, wow. Hoho, okay, das war gar nicht mal so simpel. Ich will nicht hetzen, aber das hier sieht dann doch ein bisschen verdächtig aus. Ah. Gut. Geister. Alles klar. Ich glaube zumindest, dass es Geister sein sollen, oder? Was in der Richtung. Nice. Ah, besser. Oh, jetzt geht das Ding endlich auf. Ich wollte schon sagen. Bitte sei friedlich. Bitte, kein Gegner. Ein Mammut. I thought they'd not go extinct because of global warming. Ja, das sind sie auch. This one is blocking our way forward.
I know, I'll use the bracelet of great strength I brought from a trader the other day. Ja, genau, arbitrary reasons, wir kommen vorbei. Was zum Geier? Tja. Vielleicht geht es mit Focus. Nein. Oh, das geht natürlich auch. Sorry. Ah. Der Sounddesigner muss hoffentlich eine Menge Spaß dabei gehabt haben. Ich amüsiere mich köstlich. Oricon Ohr. Nice. Wir haben Erz gefunden. Okay, da können wir jetzt irgendwie nicht. Oh. Jetzt komme ich da nicht mehr irgendwie oben lang oder so. Das alles ist sehr verwirrend. Habe ich es vermasselt? Sieht aus, als hätte ich es vermasselt. Okay, ich muss mir für das nächste Mal was überlegen, wie ich hier weiterkomme. Weil aktuell, ja. Glaube ich, stehe ich ein kleines bisschen auf dem Schlauch. Gut, alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Evoland 2. Mein Name ist Alex Defenders. Ihr seid auf dem YouTube-Kanal der dritte Spieler. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.